Nicht einfach bei dem Chaos, das die hinterlassen haben. Und damit willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Hier sind wir mitten im Times Square auf dieser geilen Treppe. Ich weiß gar nicht mal, wie die bedeutet. Und hier sehen wir schon den riesigen Krater, den Dr. Octopus hinterlassen hat in den letzten Level. Finde ich cool, wie diese Treppe das noch, ja, ausgehalten hat. Ich will gar nicht wissen, was da unten für ein Gespenst... Oh, das heißt aber nicht, dass du da reinspringen musst. Ich will ja gar nicht wissen, was da drin ist. Ja, wir müssen zum wir müssen zum Oscorp. Nee, Osborn. Gebilding, genau. Wieso brauchte ich das so lange? Sieh dich um, ob es in der Umgebung Ziele gibt, die du nutzen kannst. Digga, die sind ja, groß mal wieder geil. Dagegen, wenn wir hier noch etwas mehr rumwüten. Ja, Hawkeye kann hier seine Pfeile werfen. Ja, Oscorp Building, jetzt hab ich's. Und da springt der grüne Kobold hier rum. Ich weiß gar nicht. Also der grüne Kobold kam noch nicht in so einen Film. Also, glaube ich zumindest. Und ja, wahrscheinlich nur in Comics. Und hier ist Stromleitung, das ist natürlich nicht so geil. Wie können wir da nur durchkommen? Der Hawkeye, sag ich schon. Black Widow, wo bist denn du? Also Widowmaker sieht schon echt nice aus, oder? Klar. Soll ich vielleicht auch noch deine Wäsche machen? Wieso sind die beiden nicht zusammen? Warum ist Bruce Bane mit Natasha zusammen? Ich verstehe es nicht. Warum? Die beiden wären so ein tolles Paar. Aber nein. MCU muss es uns natürlich wieder verderben. So, einfach hier die Leitung wahrscheinlich ausmachen, genau. Aufgeklatscht auf den Boden. So, und da können wir wahrscheinlich mit unserem Bogen das aufmachen. Yep. Ah, ja, voll. Geöffnet. Oh, aber das ist eine Kamera. Mal da durch. Scheinen die Angestellten per Scan überprüft zu werden. Ist doch kein Problem für dich, oder? Ah, Black Widow kann ihr Tarngerät verwenden, um sich vor Überwachungskameras zu verstecken. Gut. Ich bin's. Alter, ich bin so krass. Ich bin Hitman. Oder Silent Hill. Innerhalb des Hochsicherheitstrakts des Oscorp-Buildings wird in Norman Osborns Laboren nach streng geheimen, radikalen neuen chemischen und genetischen Technologien geforscht. Wo warst du so lange? Clint, das wäre doch nicht nötig gewesen. Und da sind wir, Spidey ist zufällig auch wieder da. Der ist jetzt schon dreimal voll da. Ich hoffe, dass er danach nicht mehr da ist. Also nichts gegen Spidey, aber er kommt ein bisschen zu viel vor. Mal, mögen die Entwickler ihn so sehr? Gut, Oscorp Building. Bestimmt sehr technologien ausgestattet. Sehr viel. Und diesen kosmischen Stein finden. Aber wir sind auch sehr technikaffin, oder? Oder Jungs? Ja, das seid ihr. Genauso wie Natasha, die kann auch sehr viel mit Konsolen umgehen. Oh, wieder Rätsel, warte mal. Gelb, rot, türkis. Also gelb, rot, türkis. Okay, das war ja noch recht einfach. Das ging ja noch. Richtig hinsetzen mal. Wieder oben ran. Jawohl, da komme ich ran. Wir wollen natürlich auch wieder alles das hier einsammeln. Na, was geht? Tut mir leid, dass ich eure Büros zerstöre.
Aber das ist scheiße, was ihr macht. Stell dir mal vor, wir treffen jetzt Osborn, während der sich irgendwie so eine Scheiße reinzieht. Das ist aber ein bisschen gefährlich. Da hätte ich ein bisschen Angst. Leute, wie habe ich gerade diese Schränke da kaputt gemacht? Warte, nochmal Kreis. Hä? Ich hab's irgendwie gerade geschafft. Naja. Keine Ahnung wie, aber. Das ist halt Magie. Gut, eine weitere Konsole für meine Natascha. Die sieht eben echt wirklich super schön aus. Also. Da hätte man natürlich Lust auf ein Date. Okay, gelb, rot, türkis. Gelb, rot, türkis. Alter, warum immer nur dasselbe? Ich komme! Gott, chill doch mal. Alarm, Sicherheitslücke, Notprotokolle aktiviert. Ja, warum sind die jetzt sauer? Das ist nicht gut. Tut mir leid, dass ich ja das Sicherheitsprotokoll aktiviert habe. Meine Güte. Sind die sauer? Okay, Spider-Man. Aber okay, ich verstehe, warum er hier ist. Weil es ist wieder so ein Charakter, der aus dem Spider-Man-Universum. Also, nicht Charakter, es ist ein Ort aus dem Spider-Man-Universum. Das hatten wir auch beim ersten Mal mit Sandman und das zweite Jahr mit Dr. Octopus. Ganz ruhig. Okay, muss ich ihn einfach nur abschießen? Wow. Treffen wir. Digga, warum bin ich jetzt so scheiße? Muss ihn doch einfach nur treffen. Ich glaube, ich kann das mit Natascha besser. Digga! Das mit Natascha sterbe ich. Na endlich. Wollt ihr nicht die Treppe nehmen? Gott, der arme Deadpool. Möglicher Laboreinbruch durch große Explosion bestätigt. Bitte möglichst unpanisch zum nächsten Ausgang rennen. Mit einem Lift angegriffen? Das ist auf sämtlichen Ebenen verkehrt. Wir müssen natürlich noch einen Ausgang finden, aber das wird ja nicht schwierig sein. So, los, meine Freunde. Einmal rauf hier. Zack. Boom. Ah, jetzt hat Hawkeye extra das gebaut für die anderen. Rück den kosmischen Stein raus, Kobold. Das Spiel ist vorbei. Dabei hat es doch gerade erst begonnen, Wetzel. Fang mich, wenn du kannst. Kein Problem. Wir sind gleich da. Alter, mit irgend so einer Scheiße werfen die uns ab. Mit euch kann ich leider nicht helfen. Oh, Spidey, wo bist du denn? Komm mal her, ich brauch dich. Also wie gesagt, die beiden kann ich hier nicht helfen. Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Ich hab leider die Fähigkeit dafür nicht. So, kurz mal hier aufmachen. Und Hawkeye, einmal Explosionsfeuer rein. Kameras lösen die Laser aus. Es muss einen Weg daran vorbeigeben. Da kann bestimmt Natascha sich darum kümmern. Let's go. So, erster Schalter und das ist wahrscheinlich der zweite. So, ein Ende. Mir leid, aber ihr drei scheint mir nicht die richtigen Besucherausweise zu haben. Doom, ich mach mich gleich auf den Weg. Wow, ganz schön anstrengend, hier einen Besucherausweis zu bekommen. Kobold
Kobold und der kosmische Stein müssen warten. Wir müssen hier raus. Geil, wir sind mitten in der Suppe. Und das Ding wir uns wahrscheinlich gerade... Oh. Töten, aber wir haben uns gerade selbst getötet. Nee, aber ich will jetzt nicht sterben von dem Teil. Nicht zerquetschen lassen. Schnell, bau auf. Jawohl. Komm, ja, kletter doch. Leute, ich hab's geschafft. Venom? Das ist doch Venom. Ja. Oh nee, was macht der hier? Oh Gott. Oh nee, wer hat den hier vergessen? Ach Gott, ihr auch noch. Gott, verdammt nochmal. Wer hat den Virus ausgebreitet? Venom ist halt auch so ein geiler Charakter. Mit seinem schwarzen Slime. Ey, chillt mal, Leute. Chillt mal. Ich muss hier kurz was aufsprengen. Hier die beiden Münzen. Spinnen sind kribbelt. Keine Ahnung, warum da gerade Zeitlupe war. Weg mit euch. Gut, Spidey. Zeig mal wieder was rauszuziehen. Das machst du doch gerne. Perfekt. Na toll. Sieht aus wie Symbiontenschmiere. Stimmt, das sind ja die Symbionten. Ich hab was vergessen. So hießen die ja. Was ist da unten wieder eine Münze? Nee, aber zwei... Blaue, die sind halt auch nicht schlecht. Hallo, Spidey. Ja, Spidey. Gönn doch. Na, endlich. So, das kriegen wir wahrscheinlich nicht auf, weil wir sind nicht Hulk. Ah, das ist eine 10.000er-Münze. Jawohl. Und hier direkt 4 davon. Geil. Okay, aber hier ist eine Konsole, da kann Natascha ran. Damit können wir das auch hier richten. Super. Und Hawkeye, Eye. Let's do this. Let's get it started. Dann brauchen wir nochmal Natascha. Weil da oben ist eine Kamera. Und... Leider kommt nur Natascha da ran. Wo ist sie denn jetzt? Wieso bist du jetzt ganz unten? Eieiei. Nur schön aussehen, aber nichts dahinter ist nicht so gut. Und activate. Der Weg ist frei. Warte. So, und rauf hier. Schneller, schneller, schneller. Caesar, öffne dich. Was ist hier passiert? Das ganze Labor ist verlassen. Das sieht auch nicht so aus, als wäre das willkommen. Da oben ist wieder Venom. Ich glaube, unsere Charaktere wissen gerade nicht, dass hier Venom ist. Sondern nur, dass das hier Symbionten ist. Schleim ist. Böse Schleim. Da verkriecht er sich. Zu sein. Wenn wir einen Generator finden, sollte bald wieder alles laufen. Na, ganz ruhig. Das werden wir schon rausfinden. Jetzt mal hier die Kacke wegmachen. Ich glaube, hier können wir nichts bauen, sondern einfach hier drüben. Ich finde noch eine 10.000er-Münze irgendwo. Irgendwo in der Ecke wahrscheinlich. Aber hier oben gibt es noch ein paar Münzen. Und hier auch nochmal. Hier gleich 3. Oh hier. Yeah. Der Spidey. Nicht verschlungen werden.
Okay, leider gibt der uns noch nicht Strom. Wahrscheinlich müssen wir da oben die Konsole aktivieren. Okay, einmal da den Pfeil ran. Und lass deine lieben Dame meinen Weg machen. Okay, Rohrenpuzzle. Ist ja auch nicht schwer. Easy. Strom wiederhergestellt für. Vorsicht geboten. Wiederhergestellt wird hier. Nicht gut, wenn der wichtige Teil von Rauschen übertönt ist. Noch mehr Symbionten. Aufpassen, Leute. Gut, hier drinnen gibt es gerade nichts mehr. Boah, 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 boah. Ganz ruhig, mein Lieber. Ganz ruhig. Oh nein, das kommt ja alle raus. Nutz deine Knarren, Natascha. Oder box sie halt auch weg. Und nicht Spidey. Yo, sie elektrisiert sie. Gut gemacht. Das ist ja fast das. Was kommen die aus den Wänden? Digga, wie ekelhaft. Ich glaube, früher als Kind hatte ich sogar Angst vor denen. Ist aber auch gut zu verstehen, weil. Das in einem Lego-Spiel zu haben, ist schon ein bisschen gruselig und schon sehr hart für die Kinder. Ich doch mal jetzt hier alle weg. Ich roll wieder True Believer. Na, lass mal Spidey in Ruhe. Gut. Einmal activaten. Geh doch mal weg hier, hallo. Junge, Junge, gehen die auf den Sack. So, haben wir da nochmal. Gut. Ach, ich muss auf beiden Seiten. So. Jetzt kann sich das große Tor öffnen. Und natürlich kommen da die Banausen wieder raus. Einfach weitergehen. Ja, brauchst gar nicht versuchen. Ich sehe das schon markiert, was da alles kaputt muss. Oder es geht von selbst kaputt. Was bauen wir da? Eine Musikanlage, glaube ich. Ja, das ist eine Musikanlage. Hast du gesehen, wie es Panik bekommen hat bei dem Lärm? Ganz klar, Aliens sind schon. Ja, und irgendwie die Musik ist auch gerade einfach ausgefadet. Ganz merkwürdig. Hey, ich wollte nur die Münzen sammeln. Hallo? Oh oh. What the fuck? Was war das? Einfach Jumpscare. Digga, will ich das Spiel verarschen? Jumpscare? In ein Kinderspiel? Wie der? Okay, chill mal. Hört sich auf einmal Horror-Game. Eieiei. Okay, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ich habe mich gerade wirklich erschrocken. Naja. Gut. Bumsen wir das jetzt? Oh, komm auf die Dinger!
Und durch das Brennen geht das Netz da weg. Flammen haben ihn Angst gemacht. Also für ein gänzlich legales und komplett harmloses Bürogebäude ist es hier wirklich ganz schön eklig. In der Tat. Meinst du, das sind alle? Nein. Ich sehe sie. Wie immer schön, dich zu sehen, Spider-Man. Was für ein Netzgewirr, ihr Spinnen. Und Spider-Man, der uns ablehnt. Du hast uns ein paar Freunde zum Spielen mitgebracht. Moment. Das ist Venom. Venom, die Jungs. Habt ihr schon Spaß? Wir schon. Venom klingt aber ein bisschen betrunken. Ist ja geil. Aber nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht gemacht. Ich finde, das ist schon einer der besten Level, die wir jetzt gerade gespielt haben. Und vor allem dieser Jumpscare. Oh, da kommt der richtige Typ raus. Sie sperren sich uns für zuletzt auf. Spider-Man! Ganz ruhig, warum? Wir werden dich schon nüchtern machen. Ist das alles, was du kannst? Wir fangen gerade erst an! Der klingt halt wirklich nicht gesund. Notmaßnahmen für streng geheime Symbiontenforschung aktiviert. Gut, dass es extra eine Kanone gibt für Symbionten-Experimente. Na gut, dass wir sowas haben. Und gut, dass der Venom sich extra bereitstellt. Friss das, du hast direkt einen Flammenwerfer. Friss das. So, ein Leben nur noch und dann ist er down. Junge, wie viele Münzen jetzt hier vor mir sind. Sorry, Stats heißt das ja eigentlich. Seine Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Das sind Spinnenfäden, die du ziehen kannst. Oh, er fällt gleich runter, er fällt gleich runter. Einmal laute Geräusche machen. Okay, bei einer Glocke würde ich auch Ohrenschmerzen bekommen. Und der grüne Kobold, los! Hätte meine Anti-Kobold-Pfeile einstecken sollen. Legolas! Ha! Kannst du mit den anderen Avengers seine Spur aufnehmen? Ich muss abspülen, Hausaufgaben machen, meiner Freundin erklären, warum ich sie immer und immer wieder im Café versetze. Mein Leben ist ganz schön hart. Der Spidey hat so viel zu tun. Ja, tut mir echt leid. Oh, jetzt habe ich einfach übersprungen. Okay. 100% Tube-Lieder. Ich weiß immer nie, was der da sagt. Leider kein Minikit gefunden. Egal. Trotzdem hat sich gelohnt. Und weiter geht's. Sag mir, dass du den Stein hast. Tut mir leid, Sir. Der grüne Kobold ist entwischt. Coulson. Ich weiß, Sir. Aufräumaktion bei Oscorp. Sag mir, dass du was gefunden hast. Abgesehen von den ca. 100 Tastaturen für Hulk, bin ich meine Satellitendaten über diesen Silver Surfer durchgegangen, dem wir begegnet sind. Der triefte nur so von kosmischer Kraft. Das hatte ich befürchtet. Und ich habe Silver Surfers Energiesignatur von diesem geheimnisvollen Schiff verfolgt. Sieht aus, als wären sie in Latveria gelandet. Latveria? Das bedeutet Dr. Doom. Sir, es gab einen Einbruch im Raft. Iron Man, Hulk, ihr seid dran. Okay, Sir, wir kümmern uns sofort darum.
machen. Der gute alte Stark Tower. Wie schick. Zwar nicht aus Lego, aber dafür trotzdem schick. Du-dum, 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 du-dum. Boah, direkt hier das Asia-Viertel. So, aber irgendwie komisch, dass das Latveria hier in New York ist. Warum sollte jemand in das Raft einbrechen? Das muss so schnell wie möglich untersucht werden. Ist Latveria nicht in San Francisco oder so? Ach, egal. Naja, darum kümmern wir uns ja in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Oh, das klappt nicht. Ciao, ciao. Warte, das wollte ich noch machen. Ciao, ciao.